Mahlzeit, hier ist jetzt ein kurzes Vorwort, bevor es gleich in das richtige Tutorial geht und ihr da Step by Step die Funktion des Spiels kennenlernt und natürlich eben auch, wo ich noch auf diverse Werte eingehe und euch erkläre, weil der Lesetext in dem Tutorial ist tatsächlich für den Hintern, man weiß nicht, wo was nachzugucken ist, wo man welchen Knopf drückt und so weiter. Da werden wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden wahrscheinlich ein bisschen drauf eingehen. Und ja, spielt am besten das Tutorial auch parallel dazu. Und ja, dann wünsche ich euch eigentlich viel Spaß. Achso, ganz kurz noch, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen mögt, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr zum Beispiel, ich habe unten diverse Affiliate-Links verlinkt, MMOGA oder Instant Gaming. Da könnt ihr das Spiel, falls ihr es noch nicht habt, natürlich auch kaufen. Ich kriege eine kleine Provision, was euch nichts kostet. Ansonsten habe ich auch noch so typische Sachen wie Patreon und ihr könnt auch später wahrscheinlich auch noch Donations oder sowas geben, keine Ahnung. Also wenn ihr dazu Bock habt, unterstützt den Kanal darüber. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden Like und jeden View und ja. So, genug des Vorwortes, starten wir jetzt mit dem eigentlichen Video. Mahlzeit, mein Name ist Balfmon und herzlich willkommen hier zu Battlefleet Gothic Armada 2. Ja, das ist mein erster Teil der Battlefleet Gothic Reihe. Wir werden heute mit dem Tutorial starten und das Spiel ist geil. Es ist eines der besten Strategiespiele, wie ich finde. Allerdings ist der Einstieg sehr, sehr schwer oder beziehungsweise recht kompliziert, weil ich halte das Tutorial nicht für optimal. Das heißt, wir werden uns heute ganz langsam und gemeinsam das Tutorial vorknöpfen. Ich zeige euch ein paar Zusatzinformationen und erkläre euch auch direkt die ersten paar Werte, die Battlefleet euch quasi einfach ins Gesicht klatscht und ihr den Wald vor lauter Bäumen ja nicht mehr sehen könnt. Dementsprechend gehen wir jetzt heute einmal durch das Tutorial durch und dann starten nach und nach demnächst nochmal, starte ich die verschiedenen Kampagnen und wir werden anfangen mit dem Imperium. Und da werden wir auf schwer spielen, denn ich bin schon einmal in dem normalen Modus durchgekommen und es macht einfach so viel Spaß und jetzt will ich einfach nochmal eine Schippe drauflegen und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich auf dieser ja, abenteuerlichen und auch wahrscheinlich sehr kopfzerbrechenden Reise. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Tutorial. Das heißt, also erstmal im Kampagnenbildschirm gibt es hier auch noch ein paar wichtige Informationen. Tutorial, Schwierigkeit kann man nicht einstellen, allerdings kann man das in der Kampagne. Und neben diesen vorgefertigten Schwierigkeitsgraden stehen auch jeweils die Modifikatoren dran, die euch jetzt noch nicht viel sagen, aber nach dem Tutorial gibt es hier auch noch einen Einstellungsbutton. Das heißt, hier habt ihr auch nochmal diverseste Möglichkeiten, euren speziellen oder euren, ja, den für euch favorisierten Schwierigkeitsgrad anzupassen und so nochmal sogar überschwer hinaus ein, euch das Leben schwer zu machen. Gut, also starten wir jetzt erstmal mit dem Tutorial. Die Videosequenzen überspringe ich mal, das klemmen wir uns, denn einer der wichtigsten Tipps jetzt direkt am Anfang ist, wenn ihr das Spiel nicht kennt, die Story ist zwar cool, aber ihr werdet gleich am Anfang zugeballert mit Story und Information und könnt nicht auf Pause machen und das finde ich einfach ist ein bisschen viel zwischendurch, gerade im Kampf. Das heißt, Story werde ich jetzt einfach alles wegklicken und gerade wenn ihr dann selber auch das Tutorial das erste Mal spielt, hört nicht auf die Story ist zwar nett, aber konzentriert euch eher auf die Funktionen im Spiel. Das wäre auch noch so ein Tipp von mir. So, als nächstes rein und rauszoomen, das machen wir. Mausrad ein bisschen, ihn klicken wir weg. So, dann sollen wir das Mausrad halten und dann Maus hin und her. Da bewegen wir uns ein bisschen und die können die Kamera freischwenken in diese doch ziemlich, ziemlich coolen Hintergrundbilder. So, das haben wir jetzt gemacht. Dann machen wir WASD und schwenken ein wenig durch den Raum und erfüllen unser Missionsziel. Und jetzt müssen wir hier auch noch hier
hinten rüber. Auch das erledigen wir. So, WASD haben wir. So, jetzt fängt es nämlich schon an. Also, mit dem Mausklick auf der Minikarte können wir das versetzen. Das ist klar, benutze ich allerdings so gut wie gar nicht. Ich gehe lieber über WASD und rauszoomen, gucke ich mir lieber die Karte an. Mache ich lieber als hier mit dem Mauszeiger. Also, ja. Ist eine persönliche Vorliebe. Also, Doppelklick auf ein Schiff für die Kameraverfolgung. Das machen wir gleich. Wir klicken jetzt erstmal unser Schiff an. Und jetzt mit Rechtsklick setzen wir den Kurs. Dann gehen die Turbinen an. Ne? Und jetzt zur Erklärung, so liegt es ohne uns, ganz normal, ohne Kamerabegleitung. Und mit dem Doppelklick drauf verfolgen wir jetzt das Schiff quasi. Und auch hier die Grafik, wenn man rangeht, richtig, richtig nice. Ne, hier mit den Waffentürmen, also das ist grafisch richtig nett umgesetzt. Oder hier, wenn bei der Vorbeifahrt hier oben, die Türme der Kathedralen, ist schon mehr als nett gemacht. So, das klicken wir jetzt einfach mal alles weg. Engines engaged. The Blackstone Fortress is so. So. Mit Shift, wenn wir Shift halten, können wir jetzt mehrere Punkte hintereinander setzen. Das heißt, wir klicken mir das Schiff an, dann Shift drücken, Rechtsklick. Und dann können wir so einen Zickzack-Kurs eingeben. Wir können aber auch direkt hier intervenieren, indem wir einfach neu klicken. Ich kann jetzt nicht Pause machen, aber wichtige Funktion ist auch, wenn man hier hinsetzt, wenn man Shift gedrückt hält und wenn man dann die rechte Maustaste gedrückt hält, kann man die Ausrichtung am Zielort ändern. Das heißt, dann dreht man sich quasi auf dem Kreis auf der Stelle, ideal, um zum Beispiel einen Hinterhalt zu legen. Dann kann man direkt sich die Ausrichtung aussuchen. So, wir werden jetzt hier verfolgt. Wir müssen auch gar nicht gegen die kämpfen. Das ist im Tutorial nicht vorgesehen. Wir müssen jetzt einfach nur erstmal entkommen. So, genau. Wir werden beschossen. So, volle Fahrt voraus. Jetzt kommen wir unten zu den Punkten. Übrigens, am Anfang braucht ihr die alle nicht. Die werde ich mit euch nachher noch nach und nach durchgehen. Auch mit den Anzeigen und mit den Anzeigen hier. Lest euch die bloß nicht alle am Anfang durch. Ihr werdet von den Informationen erschlagen. Das bringt nichts. Das machen wir später nach und nach. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier die Nachbrenner an. Volle Fahrt voraus. Das senkt hier unseren Balken. Und wir können das jedes Mal wieder neu starten und ausmachen, indem wir auf unsere normale Fahrt gehen und wieder Nachbrenner anmachen. Es sei denn, der Nachbrenner läuft auf 0. Dann muss er sich erst einmal komplett regenerieren, bevor wir ihn neu starten können. Hier haben wir die nächste Funktion. Das heißt, Minen und Bomben können von uns oder auch von anderen Schiffen abgesetzt werden. Die werden durch diese roten Bereiche markiert. Und wir sind jetzt gerade im Zeitlupen-Modus. Und sobald der kleine rote Ring hier den äußeren roten Ring dann irgendwann erreicht, dann startet die Detonation. Das ist quasi der Timer. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf harte Wände und klicken die jetzt hier hin. Damit ändert sich quasi unser, ja, wie nennt man das so schön? Unsere Drehgeschwindigkeit erhöht sich um 200%. Ist also sehr ordentlich, verbraucht aber auch diesen Nachbrenner-Füllstand. Unsere Verbrennungspunkte heißt es. So, auch hier können wir nicht Pause machen. Ne? Man wird hier echt zugebombardiert mit den ganzen Informationen und liest das hier alles. So, Retros zünden haben wir alles. Wände mit voller Fahrt. So, Schiff. Ja, jetzt haben wir noch nicht mal alles gelesen und es kommt schon das Schiff und wir müssen schon kämpfen. So, zu den Identifikationssignalen. Es gibt entweder ein Schiff, was hier ist, was wir nicht
gesehen haben, wird uns auch nicht angezeigt. Ein Schiff, was irgendwie Nachbrenner oder ähnliches aktiviert oder verdächtige Aktion startet, außerhalb unserer normalen Sensorenreichweite, wird als roter Punkt, wie vorhin hier kurz angezeigt, aber noch nicht das Schiffmodell selber, sondern nur ein roter Punkt. Und dann gibt es halt noch die dritte Variante, das ist, heißt, unser Schiff wird hier angezeigt und ihr seht, wenn wir uns normal drehen, kommen wir kaum hinter dem normalen Schiff hinterher. Das heißt, wir benutzen jetzt unsere Wende mit voller Fahrt. Wobei ich den Begriff ein bisschen schwierig finde. Ich würde es als harte Wende nehmen. Ne? Unsere harte Wende, um ihn in unseren Feuerwinkel unserer Seitenwaffen zu bekommen. Und das Ganze nochmal. Und achtet immer darauf, dass ihr immer noch ein bisschen aufbewahrt. Denn sonst, ich mache jetzt ist einmal falsch. Ah, habe ich schon. Ne? Jetzt sind die gerade außer Kraft. So, so viele Informationen. Wir haben jetzt Schild, der es wird absorbiert. Nach 10 Sekunden regeneriert er sich von, ja, automatisch quasi. Das heißt, das können wir wegklicken. Wir haben einen Panzerungswert, das sind die Lebens-, also der Rumpf quasi. Nein, wir haben einen Panzerungswert. Das sind diese Werte hier vorne. Es gibt Bugpanzerung, Heckpanzerung und Seitenpanzerung. Bei Orks ist zum Beispiel die Heckpanzerung sehr, sehr viel geringer als bei den normalen Schiffen von uns. Das heißt, Orks ist immer super, die ja von hinten anzugreifen, weil vorne die Panzerung einfach viel höher ist. Und so hat jedes Schiff die unterschiedliche Werte und ja Schwachpunkte und optimale Breitseiten und ach, ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir natürlich noch unsere Lebenspunkte. Wenn die auf Null gehen, ist unser Schiff zerstört. Kritischer Schaden. Kritischer Schaden sind Systeme, die werden erst gelb, dann können die noch repariert werden. Und wenn die in der Schlacht rot werden, dann sind die für den Rest der Schlacht außer Gefecht. Das heißt, es können zum Beispiel unsere Buchten für unsere Jäger kaputt gehen. Unsere Torpedorohre können Schaden bekommen. Etc. Solange die orange sind, kann man hier noch mit Reparaturmodus die reparieren. Dann kommen die vielleicht wieder ins Spiel, dass die nutzbar sind. Wenn die aber einmal rot sind, sind sie für die aktuelle Schlacht nicht mehr zu gebrauchen. Und das wäre dann eben der Rot. Und da gibt es halt hier eben, dass man seine Manöver nicht mehr einsetzen kann, Jäger nicht mehr, Torpedos nicht mehr, bestimmte Entermanöver. Man kann hier so bestimmte Stellungen des Schiffes einschalten. Kann auch sein, dass die dann je nachdem ausfallen, wenn man in einem bestimmten Bereich... da habe ich eine Nachricht bekommen. Wenn die halt rot werden, da gibt es halt unterschiedliche Sachen. Das seht ihr dann aber im Laufe des Spiels. Da tastet ihr euch hier ran. So, jetzt zeigt ihr hier was von Reichweite und Zielen und Zielwinkel. Und dazu gehen wir jetzt einmal. Wir lassen das Schiff hier einfach beiseite. Und hier haben wir unser aktuell ausgewähltes Schiff. Wir können auch die Gegner anwählen, wenn wir die erscannt haben. Ne? Auch hier kann man sehen, was die für Waffen haben, was für Munition, wie viel Schild, Lebenspunkte, welche Moral die haben etc. Und auch noch diverse andere Werte. Hier geht es dann um unsere Feuerwinkel. Das heißt, hier haben wir unsere Waffensysteme. Das ist das Jägerpol, die Landebucht der Jäger. Lassen wir erstmal außen vor. Viel Text. Aber wie gesagt, lassen wir erstmal. Unsere Torpedos gehen hier bei unserem Schiff nur geradeaus, haben aber quasi eine Mindestflugweite. Das ist der rote Bereich. Das heißt, die müssen erst ein bisschen fliegen, bis sie aktiv werden und haben keine automatische Zielverfolgung. Das heißt, ähnlich wie beim, ja, die fliegen eigentlich nur geradeaus. Das heißt, man muss sich vorher extrem gut ausrichten. Passt also gut für Raumstationen oder Geschütztürme oder für große Schiffe. Kleine Schiffe weichen den Torpedos im Normalfall relativ schnell aus. Dann haben wir hier unsere Bombardement-Kanonenturm. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Waffensysteme. Und jetzt habt ihr auch diverseste Werte. Wichtigste ist der Feuerwinkel. Der wird angezeigt mit 270 Grad und das ist dieser blau eingefärbte Bereich.
Ähnlich wie die Reichweite mit 9000, was dann quasi hier dieser Außenbereich ist. Nur in diesem Bereich schießt ihr. Das heißt, ihr habt auch noch eine effiziente Genauigkeit. Die geht zwar auch drüber hinaus, aber ihr habt dann quasi, wenn ihr auf maximale Reichweite schießt, 60% Trefferchance und auf kurze Reichweite 80% Trefferchance. Das heißt also, selbst langsame Schiffe, die groß sind, habt ihr immer noch eine Chance, die zu verfehlen. Kleine Schiffe, die schnell fliegen, können tatsächlich auch noch ausweichen, aber da gehen wir später drauf ein. Das sind jetzt erstmal die wichtigsten Sachen. Panzerungsdurchdringung, das heißt, die Waffe senkt die Panzerung des Ziels um 25. Das ist quasi der Durchschlag. Das heißt, die Panzerung des Ziels wird nicht permanent gesenkt, sondern nur für Angriff mit dieser Kanone wird die quasi Panzerung so bewertet, als wäre die ein bisschen niedriger. Und Chance, dass die Waffe eine kritische Wirkung hat, ist um 100% erhöht. Das heißt, die kritische Chance steht oben mit 22,5%. Und das ist schon, soweit ich weiß, der berechnete Wert. Ich habe da schon ein, zweimal Tontaubenschießen gemacht und das wäre dann quasi der berechnete Wert. Wird alles schon eingerechnet. Nachladezeit ist 15 Sekunden, ist, denke ich mal, selbsterklärend. Ihr braucht einfach 15 Sekunden bis zum nächsten Schuss. Schaden ist 45, ist auch relativ selbsterklärend. Und was haben wir noch? Ja, Anzahl der Angriffe ist wichtig. Hier unten habt ihr 3 von 3, hier oben habt ihr eine 1. Das heißt, ihr gebt einen Schuss ab mit 45 Schaden pro Waffensystem. Das heißt, ihr habt quasi 3 Schüsse. Später, da kommen wir jetzt gleich zu, wenn ihr ranzoomt, könnt ihr euch die Waffensysteme auch anzeigen lassen. Ne, und da seht ihr es, 3 Waffensysteme, 1, 2, 3, die sind schon auf den Gegner ausgerichtet. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, auch wieder grafisch wunderbar dargestellt, richtig geil. Eure Breitseiten. Da haben wir Angriffe 5, Schaden 24, aber wir haben 2 Waffensysteme davon. Das heißt, wir haben eins links und eins rechts. Das heißt, zu einer Seite hin macht ihr dann quasi, ja, schießt ihr 5 Geschosse ab, die jeweils 24 Schaden machen. Und das halt nur in diesem 90-Grad-Winkel. Das heißt, es ist tatsächlich so wie so ein altes, Segelschiff, was dann die Kanonen an der Seite hat und dann eben entsprechend sich wenden muss. Die Waffensysteme sind unabhängig voneinander. Das heißt, wenn ihr zwischen zwei Schiffen herfliegt, schießen beiden Waffensysteme. Das eine schießt nach rechts, das andere nach links. Anders wie eure Türme, die haben nur die Möglichkeit, auch wenn sie 270 Grad haben, wenn die drei halt hier drauf schießen, können sie halt nicht auf ein anderes Ziel schießen. Ich denke mal, das sollte soweit klar sein. Wir haben hier noch ein paar andere Sachen, auch das klammere ich erstmal aus, genauso wie hier unten ein paar andere Fertigkeiten, dann gehen wir später noch auf ein. Wir machen jetzt erstmal das, was der Computer die Mission uns sagt. Wir führen einen Blitzschlag aus. Das ist ein Spezialangriff. Der hat auch eine gewisse Abklingzeit und ihr könnt ihn nur hier unten, seht ihr das an diesen Aufladungen, eine gewisse Anzahl pro Schlacht durchführen. Und hier verursachen wir Truppenschaden. Das heißt, der Truppenschaden ist ein zusätzlicher Wert neben Lebenspunkt und Schild. Und da gehen wir mal hier auf das Schiff. Denn hier haben wir die farbige Zahl. Heißt, der Gegner hat 9 Truppen und 3 Verteidigungstürme. Verteidigungstürme sind, um sich gegen Jäger oder Torpedos zu schützen. Wir haben hier zum Beispiel 25 Truppen und 18 Verteidigungstürme. Die Truppentypen sind in 3 Staffelungen eingeteilt: Grün, Gelb und Rot. Wenn man 9 Besatzungsmitglieder tötet, ist halt so eine fiktive Zahl, ne? Da sind natürlich töten sind hier auch mehr als 25 drauf oder 75, aber ja, ist einfach nur so ein Zahlenwert. Wenn man die 9 tötet,
schwenkt die Anzeige in den gelben Bereich und startet wieder bei 9. Geht dann runter bis auf 0. Und wenn sie auf 0 ist, startet sie dann in den roten Bereich und startet auch wieder bei 9. Das heißt, man hat also quasi, hier hat man 27 Besatzungsmitglieder insgesamt, hier hat man 75 insgesamt. Für jeden Bereich, den man runterkommt, also auf gelb, kriegt der Gegner eine Schwierigkeit von 10%. Und wenn man in den roten Bereich geht, dann insgesamt um 20%. Das werden wir jetzt aber einmal sehen. Auch hier gibt es eine gewisse Reichweite, eine gewissen Crit, eine kritische Chance und ein Moralverlust. Das heißt, man kann Gegner auch durch Moralschaden zur Flucht zwingen, wenn man das Schiff halt nicht entweder zerstört oder auch führungslos macht, indem man sich die Besatzung vorknöpft. Also es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten zum Sieg. Also wir starten jetzt einmal unseren Blitzschlag. Der geht übrigens nur, wenn das Schiff keinen Schild mehr hat. So. Verteidigungstruppen, genau, das ist das, was ich euch erklärt habe. Leichter, ne, Schaden. Wir klicken jetzt hier auf das Schiff. Und was haben wir hier? Leichte Verluste, das heißt minus 10 auf die Nachladedauer für Waffen, Fertigkeiten und auf die Verbrennungsanzeige. Das heißt, Nachbrenner, Waffensysteme funktionieren nicht und diese Sonderfertigkeiten haben auch einen verlängerten Cooldown. Ist also schon sinnvoll. Was haben wir noch? Ansonsten kann man hier auch beim gegnerischen Schiff gucken, welches System komplett rot ist und damit wirklich komplett für den Rest der Schlacht quasi im Hintern ist. So, wir haben Enter-Torpedos. Da richten wir uns jetzt einmal aus. Denn die fliegen nach vorne, sind allerdings zielsuchend. Das steht auch hier irgendwo im Text drin. Diese Torpedos können sich selbst mit 2,5 Grad pro Sekunde drehen und ihr Ziel verfolgen. Genau, das steht hier bei den Torpedos nämlich nicht. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. So, auch hier machen wir wieder eine Angriffsaktion. Angriffsaktion ist halt so eine Sonderaktion, die kein Schuss per se ist. Und hiermit verursachen wir auch pro Torpedo 2 bis 3 Truppenschaden. Da 6 sind, machen wir dann 12 bis 18 Truppenschaden. Das heißt, je nachdem, wenn es klappt, ne, ihr seht, das sind jetzt die Verteidigungsschüsse. Boarding-Torpedos, ne? Hat schon wieder Truppen verloren. Und das Ganze machen wir nochmal. Jetzt haben wir hier eine Entern-Aktion, die geht nur zur Seite. Da müssen wir uns wieder drehen. Und das sind auch quasi Angriffsaktionen, die Truppenschaden verursachen. Und bei den Enter-Aktionen gibt es tatsächlich auch Fraktionen oder nicht nur Fraktionen, sondern auch Untergruppierungen. Zum Beispiel Space Marines machen einen höheren Enter-Schaden als normale Imperiale. Da gibt es also kleine, aber feine Unterschiede. Und auch hier gibt es wieder einen Moralverlust, eine bestimmte Reichweite etc. Ne, jetzt fliegen unsere Gleiter hier rüber. Grafisch, wie gesagt, alles schon ziemlich geil gemacht. Genau, jetzt ist das Schiff führungslos. Wir zerstören es aber trotzdem. Zerstörte Schiffe geben halt Siegespunkte. Und da gehen wir einfach auf Nummer sicher. Außerdem will das Szenario halt einfach so. Wir können jetzt hier auch nicht schneller machen. Die Funktion kommt gleich erst im nächsten Abschnitt. Das heißt, wir warten jetzt einfach mal ab. Also merken, hier diese Fertigkeiten teilen sich alle eine Abklingzeit. Ihr seht das, die tickt hier gemeinsam runter. Aber ihr könnt natürlich Blitzschlag und oder Entermanöver dann euch jeweils für entscheiden, entweder wo der Gegner ist oder im Endeffekt kommt es darauf an. Oder wo ihr noch eine Ladung von habt.
Manchmal gibt es auch Sondermissionen, wo man halt irgendwie einen Blitzschlag auf irgendein Ziel machen muss, aufs Flaggschiff oder sowas. Ist aber eher seltener der Fall. Gut. Jetzt müssen wir uns zum Kontrollpunkt bewegen. Machen wir wieder unsere harte Wende. Genau, Story klicken wir wieder weg. Die ist halt ganz nett, aber stört gerade nur. Minikarte. Jetzt können wir unsere Geschwindigkeit hier erhöhen und senken und auf Pause machen. Das ist eine der wichtigsten Funktionen. Ich finde, das wäre die Funktion, die man als allererstes im Tutorial freischaltet. Aber gut, wir lassen es mal laufen. So. So, wir fliegen jetzt mal zu unserem weiteren Schiff. Minikarten haben wir. Umgebungskarten ist jetzt auch eine Funktion. Da können wir jetzt einmal, wenn wir Alt drücken, sehen wir unser Schiff, also nähere Informationen, sehen, wo das Schiff steht. Hier, ach so, nee, sehen wir auch so. Wo haben wir es? Hier hinten. Wenn wir Alt drücken, dann sehen wir hier den umrandeten Bereich. Das heißt, in diesem Bereich wirkt der Nebel. Und wenn wir zweimal schnell Alt drücken, dann blenden wir das dauerhaft ein. Also auch hier, ne? Asteroidenblock, zweimal Alt, dann ist das wieder weg. Wichtige andere Funktion ist Flugrouten überwachen. Ihr seht sonst Flugrouten nur, wenn ihr die Schiffe anklickt. Mit Doppel-Alt könnt ihr jetzt eure Route setzen und könnt ein zweites Schiff mit einer ähnlichen Route setzen, sodass die aber nicht kollidieren, weil Schiffe, die kollidieren, kriegen Schaden. Daher ist diese Doppel-Alt-Taste für die Flottenverfolgung tatsächlich recht sinnvoll. So, wir bemannen jetzt das nächste Schiff. Das ist unsere dritte Fertigkeit, womit wir quasi Truppen verlegen können. Allerdings hier nur auf befreundete Schiffe. Das heißt, wenn jemand unser Schiff geentert hat, ist aber noch funktionstüchtig ist, wenigstens teilweise, können wir tatsächlich Truppen verlegen. Das ist allerdings hier nur ein Truppentyp. Das heißt, der nächste Enterschaden macht es wieder führungslos. Allerdings können wir es jetzt steuern. So. Und wir können uns damit auch zurückziehen. Das heißt, wir können das Schiff retten. Vielleicht kriegt es noch durch den Rückzug ein bisschen Schaden, durch diesen Warpsprung. Aber wir haben das Schiff gerettet, bevor es halt komplett regungslos im Raum zurückbleibt, geschweige denn von dem Gegner natürlich wehrlos dann zerstört wird. Und es gibt halt eine, ja, kleine Chance beim Warpsprung, dass man halt zusätzlichen Schaden kriegt, aber ich finde, ich bin das bis jetzt immer eingegangen. Hier seht ihr die roten Punkte. Und die Schiffe müssen wir jetzt einfach vernichten. Dazu machen wir jetzt mal kurz Pause. Jetzt sehen wir die Schiffe. Und jetzt können wir auch hier noch zwei wichtige andere Werte uns angucken. Die Drehgeschwindigkeit 0 von 16. Das heißt, das Schiff fliegt gerade aktuell geradeaus. Ich habe aber jetzt zum Beispiel eine Drehgeschwindigkeit, die maximal bis 4 geht. Das sind die Grad pro Sekunde, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und hier ist auch die Maximalgeschwindigkeit und die aktuelle Geschwindigkeit. Da sind uns halt die anderen Schiffe haushoch überlegen. Des Weiteren haben sie hier eine Frontwaffe im, ne, Bug 90 Grad. Und hier haben die auch wieder einen flexiblen 270 Grad Turm. Und ihr seht schon hier, das sind vier Geschütze, die einen Angriff machen mit jeweils zwei Schaden. Also nicht viel, aber dafür sind es halt mehrere Geschütze. Hier haben wir das auch, ne? Klicken wir drauf. Und wenn wir ranzoomen, sehen wir auch hier wieder die Geschütztürme, ne? 1, 2, 3, 4. Finde ich halt mega. Bugwaffe vorne wird angezeigt und ist natürlich auch cool. Bestimmte Waffensysteme, die an den Seiten sind, die können wir halt kaputt machen, indem wir halt von der jeweiligen Seite auch schießen. Geschweige denn den Antrieb macht man meistens kaputt, wenn man von hinten schießt und so weiter. Vorne, bei mir, wenn man zum Beispiel vorne auf meine Schnauze schießt, kann es halt gut sein, dass man die Torpedosysteme kaputt macht.
die jetzt gerade da, die hier vorne angezeigt werden. Und so kann man halt auch ein bisschen taktisch schon fliegen. Deswegen ist das Stellungsspiel später ganz, ganz wichtig. Ich lasse jetzt aber wieder ein bisschen weiterlaufen. Wir haben hier Enter-Torpedos, die schicke ich einfach mal einem hier entgegen. Ne, mit 4 und mit 2 bis 4 Schaden bei 6 Projektilen sollten wir ihn schon mal auf jeden Fall in den gelben Bereich kriegen. Und die schießen jetzt wieder mit ihren Abwehrtürmen. Die haben jeweils 6 Abwehrtürme. Das ist auch immer gut zu wissen. Und die unterstützen sich gegenseitig. Das heißt, 2 bis 3 werden jetzt hier wahrscheinlich, wenn sie den Bogen kriegen, zerstört werden. Ah, ich glaube, den Bogen kriegen sie nicht mal. Nee, verkackt. Okay. Dann geben wir denen jetzt eine schöne Breitseite von uns. Stellen auf normal. Und da können wir den so richtig einen reindrücken. Geschwindigkeit auf 0. Und was auch noch wichtig ist, ihr könnt die Schiffe hier anklicken und für eure gesamte Flotte eine Prioritätenliste machen. Das heißt, entweder könnt ihr später gezielt Systeme angreifen, aber ihr könnt jetzt auch, damit ihr nicht random auf alle drei schießt, denen hier eine Priorität zuweisen. Das heißt, der 1, R2 und R3. Dementsprechend versucht unsere Schiffe jetzt erst versuchen, ihn anzuschießen, dann die Nummer 2 und dann die Nummer 3. Wenn die Nummer 1 nicht in Sichtfeld ist, gehen unsere Schiffe natürlich im Autoschuss ganz normal ihren Werdegang und schießen dann natürlich auch auf andere Schiffe. Deswegen könnt ihr die Priorität schon durchsetzen. Macht auf jeden Fall Sinn, damit man halt nicht random immer drei Schiffe gleichzeitig runterballert. Das ist sehr ineffektiv. Hier ist jetzt ein Effekt, der ist auch später bei Entermanövern. Wird er angezeigt. Hier brennt jetzt quasi ein System. Wir gehen mal drauf. Ne, Feuer an Bord. Das Schiff erleidet 2 Schaden und 4 Moralverlust pro Sekunde für einen kleinen Zeitraum von 45 Sekunden. Effekt ist stapelbar. Also wirklich nicht zu verachten. Und ihr seht dann gleich, dass diese einzelnen Balken nacheinander runtergehen. Und dementsprechend hält dann der Schaden entsprechend lang an, beziehungsweise der Moralverlust ist halt dann doch relativ stark. Ne, jetzt seht ihr, wie das hier so langsam runtergeht und die Moral auch hier langsam runtertickt. Nochmal einen dicken Treffer dazu und gleich ist die Moral schon gebrochen, Meuterei und sie verschwinden. Ist eh zerstört, ne? Und jetzt schießen wir auf unser zweites Schiff, auf unseren zweiten Gegner. Bei uns ist noch alles tutti. Wir kriegen zwar jetzt Schaden rein, haben keine Schilde mehr, aber wie gesagt, das ist jetzt auch so vorgesehen. Das ist jetzt ein relativ langweiliger Kampf. Wir können jetzt aber eben noch durch ein paar Sonderfertigkeiten das ein bisschen aufpeppen. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier ein Entermanöver hier reinsetzen. Und jetzt seht ihr das gleiche hier mit den Kämpfern. Hier gehen sie allerdings einzeln runter. Und jedes Mal, wenn der Kampf, also dieser Mini-Balken runtergeht, wird der Schaden verursacht. Das heißt, Entermanöver dauern eine gewisse Zeit. Ihr müsst sie also quasi, wenn ihr ein Schiff, ja, eure Feuerkraft aufsparen wollt, könnt ihr zum Beispiel Enter-Truppen von 2 oder 3 Schiffen alle auf ein Schiff machen. Das aber in der Zielpriorität ganz nach hinten setzen, weil bis diese Enter-Manöver oder Enter-Truppen durchgelaufen sind, dauert es eine Zeit lang. Und dann seht ihr, dass das Schiff nach und nach eventuell sogar führungslos wird, ohne dass ihr einen Schuss drauf gesetzt habt. Ne? Und zack, jetzt ist es ein treibendes Wrack und keine Bedrohung mehr. In der Zeit können wir halt auf einen anderen, gefährlicheren Gegner schießen. Aber ihr müsst halt eben ein bisschen Geduld haben, damit diese Enter-Truppen ihren Schaden dann auch tatsächlich verursachen. So, und jetzt spulen wir vor.
Ah, jetzt habe ich vorgespult. Das war eine Selbstzerstörungsfunktion, die gibt es halt auch. Ihr habt gerade gesehen, sobald der rote Rand den anderen Rand erreicht, explodiert es. So, neues Ziel. Wir drehen uns ab in den Kontrollpunkt. Das heißt, wir fliegen jetzt hier rein. Ich stelle die Geschwindigkeit auf hoch. Zünde jetzt gleich noch die Nachbrenner. So, die erholen sich wieder, wie gesagt, ausgebrannt. So, jetzt machen wir mal hier unsere Doppelalt. Das heißt, wir sind jetzt schon... Wieder Pause. Wir sind jetzt schon im Asteroidenfeld. Und wenn man hier drin sich bewegt, erleidet man leichten Schaden. Wirklich nur äußerst leichten. Also ich habe bis jetzt noch kein Schiff durch so einen Asteroiden verloren. Vorteil ist aber, man wird, wenn man sich nicht bewegt, bleibt man getarnt. Das heißt, man kann sich tatsächlich verstecken und Hinterhalte legen. Und das funktioniert auch gegen den Computer. In gewissen Rahmen. Manchmal schickt er natürlich auch Jäger dadurch, aber nicht immer. Man kann tatsächlich sich hier mit zwei dicken Schiffen schön auch mal verstecken. Ne, und der Schaden, ihr seht ihn, er geht hier 1, 1, 1, 1 und das bei über 2000 Leben ist jetzt nicht der Rede wert. Wenn ihr das natürlich permanent macht, könnte es natürlich später mal ins Auge gehen, ne? Dann ist das natürlich schon viel. Aber ansonsten kriegt ihr halt hier immer nur 1, 1, 1 Schaden, wenn ihr halt durchfliegt. Wenn ihr drin steht, ist es egal. Drehung auf der Stelle ist auch egal, nur halt eben tatsächlich, wenn ihr möchtet, den Antrieben euch aktiv hier durchbewegt. So, haltet die rechte Maustaste drück, um das Schiff in eine beliebige Richtung zu drehen. Genau, da können wir dann einfach, wir lassen mal weiterlaufen. Das ist dieses, was ich hier meinte mit diesem Pfeil. Da können wir uns dann ausrichten, das lassen wir jetzt aber. Wir haben Befehl, warten Sie auf Lord Bloodholds Befehle. Ja, das machen wir. Spuren mal ein bisschen vor. Böses gegnerisches Schiff. Hier sehen wir schon, dass da auf jeden Fall andere Schiffe noch mit bei sind. Eigentlich mehr eine fliegende Raumstation. Die schwarze Festung, also Blackstone Forest Fortress, ne? Schwarzsteinfestung, ne? Blackstone Fortress heißt sie, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Gibt auch ein Brettspiel, was so heißt, ne? So, Missionsziel erfüllt haben wir. Das heißt, wir sollen jetzt einen Blitzschlag oder Enter-Aktion oder Enter-Torpedos auf die Station setzen. Das heißt, das können wir machen. Blitzschlag geht noch nicht, weil der Schild noch nicht down ist. Hier haben wir das Schiff noch nicht in Reichweite. Hier unten ist der Kontaktpunkt. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis wir das Schild runterballern. Dazu setzen wir sie auf Priorität 1. Denn Blitzschlag hat tatsächlich unsere größte Reichweite. Das kriegen wir jetzt gleich schon hin. Bevor wir hoffentlich hier zerstört werden. So, jetzt haben wir, Schiff ist down, jetzt unser Blitzschlag. Damit haben wir unser Ziel hoffentlich erreicht. Mission erfüllt und jetzt werden wir, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einfach zerstört, weil wir uns jetzt mächtig, imposant geopfert haben. Ja. Genau. Das war so geplant. So. Also, wie gesagt, eine Menge Informationen. Ich hoffe, ich habe euch nicht damit überrannt. Aber meine Erfahrung war von dem Spiel, ich musste selber zwei oder dreimal das Tutorial spielen, bis ich das halbwegs kapiert habe. Wo welche Waffensysteme sind, was die Zahlenwerte sind, was bedeutet.
So, jetzt sind wir in der nächsten Mission. Hier kriegen wir noch ein paar weitere Informationen. A, haben wir jetzt unsere richtige traditionelle Aufstellungszone wie beim Tabletop. Wir haben hier jetzt eine richtige Battlemap quasi. Hinten steht, stellt sich der Gegner auf. Wir drücken doppelt A, doppelt Alt meine ich. Hier haben wir Kollisionsgegenstände, die sind nicht markiert, aber wenn ihr dagegen fliegt, werden die A ein bisschen bewegt, aber man kriegt selber halt auch Schaden. Man sollte halt drum manövrieren. Hier gibt es gleich zwei gegnerische Geschütztürme, die werden wir dann zerstören. Und jetzt machen wir erstmal unsere Aufstellung. Ne, wir können uns hier mit Rechtsklick positionieren und mit, wenn wir einen Rechtsklick halten, können wir uns auch drehen. Das heißt, man kann sich dann quasi auch direkt ausrichten und dann in verschiedene Richtungen starten. Ja, Rechtsklick hier, das heißt, wir sollen unsere Gruppe aufteilen. Wir haben jetzt drei Schiffe, da gucken wir mal rein. Unser Schiff hat einen 270 Grad Winkel. Das heißt, diese Schiffe sind sehr einfach zu steuern. Die brauchen wenig Micromanagement. Und zwischendurch können wir einen Jägerstaffel starten oder eine Bomberstaffel. Da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Aber ansonsten sind die Schiffe, ja, da sie einen großen Feuerbereich haben, bedürfen sie wenig Feintuning. Das heißt, man kann da schön einfach einfache Befehle machen oder ein Ziel verfolgen. Und man ist eh fast immer im Feuerwinkel. Hier haben wir das genauso. Das ist baugleich. Ne? Das ist eine Defiant. Und hier ist eine Dauntless MK2. Die ist ein bisschen anders bewaffnet. Denn hier haben wir Breitseiten und eine 270 Grad Waffe und Torpedos. Das heißt, hier müssten wir gucken, dass wir natürlich im Idealfall unsere Breitseiten einsetzen können. Und wir haben nicht viele Torpedos, aber im Zweifelsfall vielleicht auch nochmal ein paar Torpedos losschießen. So gerade am Anfang, wenn man aufeinander zufliegt. Das heißt, die Steuerung von diesem Schiff ist am kompliziertesten, in Anführungszeichen. Deswegen nehme ich die auf die 1 und ich nehme die Zahlen, die am meisten oder die Schiffe, die am meisten Micromanagement bedürfen, nehme ich immer nach oben. Und die Schiffe, die fast in Anführungszeichen automatisch fliegen können, nehme ich dann immer in den unteren Bereich. Das heißt, ne, 2 und 3 fliegt automatisch und 1 fliege ich fast aktiv selber. Jetzt kommt noch hinzu, dass unser Flaggschiff, das ist hier mit diesem Generals- oder mit diesem Rangabzeichen ausgestattet ist, wird auch hier mit diesem kleinen Adler dargestellt in der rechten Hälfte. Hat quasi ein paar zusätzliche Sachen. Später in der Kampagne dürfen wir unser Admiralsschiff oder Anführerschiff einige davon auch nicht verlieren. Das wird dann aber immer in den Kampagnen auch angesagt oder gezeigt. Aber das Schiff hat eben halt noch eine zusätzliche Fertigkeit. Man kann zum Beispiel den Sammelnruf aussenden. Und der gibt quasi Einheiten in der Umgebung zusätzliche Moral. Das ist halt richtig gut, die Fertigkeit. Also habe ich relativ häufig benutzt. Kommt aber auch ein bisschen auf den Gegner an, gegen den ihr fliegt. So, genug der langen Worte. Wir gehen jetzt hier hin. Nummer 1 schicken wir nach vorne. Viel Micromanagement. 2 und 3 starten dann einfach ein bisschen weiter hinten. So, ich war mal ganz kurz pinkeln, das habe ich einfach mal rausgeschnitten und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Das haben wir einfach erledigt. Wir können jetzt auch theoretisch unsere drei Schiffe auswählen. Ne, Moment, wir müssen erst bereit machen, bevor wir unsere Routen festlegen können. Jetzt können wir aber auch Pause machen direkt und jetzt theoretisch erstmal gucken, was Sache ist. Man kann auch alle Schiffe hier auswählen. Man kann auch quasi... also mit Rechtsklick kann man natürlich den Kurs festlegen. Man kann auch hier mit Shift... okay, das funktioniert hier jetzt noch nicht. Man kann nämlich dann auch mit Shift bei mehreren Schiffen den Kurs festlegen. Hi, Admiral.
Okay, ist im Tutorial noch ein bisschen eingeschränkt. Genau, Gruppen festlegen, das habe ich gerade auch schon gemacht. Das funktioniert einfach wie bei den meisten Strategiespielen mit Steuerung 1, Steuerung 2 etc. Und dann kann man einfach mit 1, 2, 3 etc. durchschalten. Flaggschiff habe ich gerade erzählt. Koordinierte Fertigkeiten. Man kann Schiffe zusammensetzen. Ne? Also ich kann jetzt Nummer 2 und Nummer 3 zusammenfassen. Wir haben ja eh die gleiche Bewaffnung. Ne? Dann mache ich jetzt zu sein auf Gruppe 2. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Blitzschlag klicke und auf ein gegnerisches Schiff, dann führen beide, wenn in Reichweite ist, den Blitzschlag parallel aus. Und genauso das gleiche mit Entermanövern oder Torpedos. Das heißt, man kann da auch ein cooles Kreuzfeuer starten. Müsst ihr ein bisschen mit rumexperimentieren. Am sinnvollsten finde ich es jedoch immer beim Blitzschlag oder später, wenn man Jäger auf ein bestimmtes Schiff schicken soll. Entermanöver ist meistens ein bisschen schwieriger, müsste man halt mal gucken. Ja. Gut, wir lassen mal weiterlaufen. Also wir sollen die Tarnung aktivieren. Haben wir noch gar nicht. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal. So, läuft. Warum kann ich denn nicht fliegen? Was habe ich denn hier falsch gemacht? Das Flaggschiff darf nicht zerstört werden. Wählen Sie alle Schiffe aus und Zeit läuft. Schiffe laufen auch. Ah, jetzt geht's, weil ich soll alle auswählen. Sorry, das habe ich jetzt überlesen. Na, seht ihr mal, wenn man fleißig liest, kriegt man auch das Problem behoben. So, wir markieren jetzt alle auf die 1, ne? Wurde uns ja gerade gesagt. Und jetzt gibt es hier unten verschiedene Stellungen. Festhalten ist mehr oder weniger Rammschaden, beziehungsweise wenn ein Schiff fast zerstört ist, kriegt man hier weniger Rumpfschaden durch Kollision oder auch durch Beschuss. Außerdem ist die Genauigkeit von Verteidigungstürmen erhöht. Das heißt also, auch wenn man dann von Torpedos oder Jägern angegriffen wird, dann kann man gut auf diese Festhaltenstellung gehen. Festhalten halte ich für leider eine doofe Übersetzung. Aber diese Stellung ist auf jeden Fall quasi eine Defensive. Dann gibt es die Stellung Aufschalten. Das erhöht die Reichweite, die Genauigkeit und die Crit-Chance. Das macht natürlich Sinn. Übrigens von Makrowaffen und Lanzen. Ne? Es gibt später auch noch Torpedos. Also Torpedo, Reichweite etc. bleibt davon unangetastet. Oder auch andere Systeme. Das macht halt Sinn, wenn halt viele kleine Schiffe auch auf dem Weg sind. Oder ihr ja mit hoher Reichweite ein Schiff umkreist, das euch dann wiederum nicht angreifen soll. Ne? Das macht halt in dieser Stellung ja, Sinn. Nachladen ist relativ cool. Damit ist man sehr manövrierfähig. Man hat halt quasi eine höhere Nachladerate von diesem Nachbrenner. Man hat eine höhere Feuerrate. Das heißt, man schießt einfach schneller. Und die Fertigkeiten, ja, die So, also hier unten haben wir die Stellung. Ich gehe einmal kurz durch, ne? Also, unsere erste ist Festhalten, können wir jetzt noch nicht aktivieren, ist eine defensive Stellung. Der erlittene Rumpfschaden wird verringert, das ist quasi unsere Lebenspunkte des Schiffs. Schild ist davon unangetastet, ne? Und die Genauigkeit der Verteidigungstürme wird erhöht um 50%. Kein Moralverlust durch Rammangriff oder Kollision mit Asteroiden. Ist halt super, um da reinzufliegen. Wobei man hier auch einen großen Cooldown hat, um die Haltung wieder zu wechseln. Ob sich das wirklich bei Asteroiden lohnt, sei mal dahingestellt. Es sei denn, das Schiff ist vielleicht wirklich kurz vor der Zerstörung. Ansonsten ist die Stellung aber ideal, um gegnerische Jägerangriffe oder Torpedoangriffe zu kontern.
Denn Jäger haben eine Möglichkeit, die Schilde zu umgehen und direkt Schaden am Rumpf zu machen. Und genauso wie Torpedos. Und die Verteidigungstürme können halt Jäger und Torpedos zerstören. Dementsprechend schützt ihr euch damit selber sehr gut. Dann gibt es Aufschalten. Damit erhöht ihr eure Waffenreichweite, die Genauigkeit und die kritische Chance. Das ist also gut für Schiffe, die, ja, also mal, vielleicht eh schon eine hohe Reichweite haben, weit hinten fliegen und quasi komplett außerhalb der gegnerischen Reichweite dann auch eine Station oder so einen festen Verteidigungspunkt bombardieren. Und ne, dann stellt man sich hier hin. Mit der zusätzlichen Waffenreichweite kann man dann drauf schießen und kassiert selber keinen Schaden. Dauert vielleicht ein bisschen, macht aber sowas halt schon mal Sinn. Dann haben wir, das ist eigentlich so meine Standardsache, gerade wenn man hinter im Gefecht ist. Das heißt, hier hat man eine höhere Nachladerate der Standardwaffen, also quasi die feuern 40% schneller. Die Nachladedauer von Waffen und Manöverfähigkeiten. Ja, hier steht plus 25%, also die wird auch verkürzt. Das heißt, das sind alles nur Boni. Und das Tempo der Verbrennungsanzeige wird auch wieder schneller regeneriert. Das ist unser Balken hier. Das heißt, wir können also häufiger harte Wenden und Vollgasmanöver machen, schießen öfters. Also das Ideale, wenn man sich irgendwo durchwurschteln muss. Der nächste Punkt, haben nicht alle Schiffe diese Stellung, sondern nur kleine, große Schlachtschiffe haben dieses nicht. Das ist die Tarnung. Das heißt, ihr tarnt euch, sobald ihr geschossen habt, versucht ihr euch wieder zurückzutarnen. Das heißt, wenn Schiffe euch zwar schon gesehen haben, aber dann nicht innerhalb eures, wo haben wir ihn, der Identifikationsreichweite befindet. Das heißt, wenn ihr halt jemanden angreift, und euch danach wieder direkt nach dem Schuss aus seiner Identifikationsreichweite rausbewegt, dann seid ihr wieder getarnt. Das heißt, der Gegner beschießt euch nicht. Ihr könnt auch immer wieder normal schießen, dann sieht der Gegner euch, aber dann tarnt ihr euch relativ schnell wieder. Das ist halt für kleine Jäger ganz gut oder für so ja, kleine Verbände. Damit kann man nämlich wunderbar, A, wenn man das später hat, gegnerische oder strategische Punkte erobern. Oder man kann halt eben den Gegner umfliegen und dann im Falle von Orks oder so etwas dann später mit einem richtig schönen Torpedoangriff von hinten kommen und denen die Triebwerke wegballern. Naja, das sind auf jeden Fall jetzt die Stellungen. Wir haben im Moment keine besondere Stellung ausgewählt. Wir gehen jetzt auf die Schleichfahrt. Ne? Dann sieht man auch immer den Modus. Und wir fliegen jetzt hier in den Nebel, in dem wir eh getarnt sind, sobald wir uns nicht bewegen. Rechtsklick hier. Jawohl, das haben wir gemacht. Spulen wir da ein bisschen vor. Dauert ja eh lange genug, wenn ich so viel rumlabere. Ich hoffe aber euch, dass euch die Tipps und Tricks hier helfen und die Erklärung zu den Werten. Denn das Spiel ist, wenn ihr den Einstieg geschafft habt, richtig, richtig geil. Also. Absolut. Ne? Hier nochmal die Information zu den Gaswolken, dass wir auch getarnt sind, bis der Gegner uns scannt oder wir das Feuer öffnen. Nicht koordinierte Fertigkeiten. Ja, hier müssen wir das nacheinander auswählen. Genau. Wählen Sie mit den beiden leichten Kreuzern die Defiant-Klasse. Kombinieren Sie beide Starhawk-Angriffstrupps. Weisen Sie Ziele zu jedem der Truppen. Ja. Bla bla bla. Weisen Sie Ziele zu. Jeder Trupp kann zu einem anderen Ziel geschickt werden. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Wir haben alle drei markiert. Wir haben allerdings nur zwei Jäger. Ne? Hier haben wir keine Startbucht. Ist aber egal. Wir klicken hier drauf. Jetzt haben wir so eine kleine 2 hier dran. Und wenn wir jetzt auf Rechtsklick klicken, schicken wir den ersten, ja, die erste Jägerstaffel hier hin. Und können dann entscheiden, ob wir die zweite nochmal hinterher schicken oder dann hier rüber schicken. Ne? Ich schicke jetzt mal abwechselnd links und rechts eine hin. Ne? So eins, jetzt Rechtsklick. Ach, Linksklick war es, glaube ich. Ja. Und jetzt nochmal Linksklick.
Und dann seht ihr die Jungs starten. Und hier nochmal ein Punkt zur Grafik, ne? Die Jäger, die sehen zwar nur aus wie so Pünktchen, haben aber tatsächlich hier so ein bisschen Profil. So, gut. Wir machen weiter. Ne? Abwehrfeuer vom Turm, ne? 6 Verteidigungstürme. Und wir lassen es jetzt laufen und unsere Jungs umkreisen den jetzt. Hier ist die Gesamtlebenspunkte aller Jäger zusammen. Begrenzte Ladungen, genau, ne? Wie ich schon gesagt habe. Eine Jägerstaffel von den 2 haben wir jetzt losgeschickt. Ne? Die haben jetzt angegriffen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Schild umgangen und direkt den Rumpf angegriffen. Wobei die jetzt zurückkommen aufgrund des Tutorials. So, jetzt gehen wir hier hin, greifen das Ding an. Au, ganz wichtige Sache, Ausrichtung. Jetzt kommen wir noch, können wir hier unten noch nicht machen. Okay, machen wir später. Jetzt fliegen wir so. Wir haben ja gesagt, wir haben hier 270 Grad, 270 Grad und Breitseite. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach hier so quer, einfach in die Mitte rein. Dann schießen, können wir alle angreifen. Ich erzähle euch gleich später nochmal was hier zu dieser Frontausrichtung, Angriffswinkel vorne und zu den Seiten und zu diesen Missionssachen, aber das kommt wahrscheinlich erst im nächsten Tutorial, wenn es denn überhaupt kam. Wird einem leider hier sehr, sehr wenig erklärt. Und auch nur mit Text hier an der Seite, nicht mit Markierungen, wo ich was finde. Das fand ich sehr, sehr schade. Ne, der ist jetzt identifiziert. Ich bin hier zu nah dran. Er versucht sich wieder zu tarnen. Ist aber einfach zu nah dran. Er ist noch weit... Ja, okay, jetzt ist er kaputt. Okay. Und zack, wenn die kaputt sind, bin ich wieder getarnt. Super Hit and Run. Engaging Engines. So, jetzt kann ich, sehe ich auch hier, wo die Torpedos herfliegen. Und jetzt machen wir das nämlich so, dass ich hier wieder Feintuning mache. Torpedos 1, die anderen beiden nehmen wir auch für 2. Und jetzt schicke ich mit denen hier die Jäger los. Wir haben hier unterschiedliche Schiffe. Abfanggeschwader sind gut zum Aufklären. Oder wenn man mit Gegnern oder Torpedos angegriffen wird, die hier irgendwo auf die Hälfte der Reichweite hinzuschicken, damit die gegnerischen Jäger oder Torpedos abfangen. Dann haben wir einmal das Bombergeschwader und die Angriffsgeschwader. Ja, das ist halt Angriffsgeschwader, macht halt Truppenschaden noch ordentlichen mit, wohingegen das Bombergeschwader eher Schaden am Rumpf und am Schiff selber macht. Muss man halt gucken, was man nimmt. Ich nehme halt immer ganz gerne das Bombergeschwader. Gibt hier auch noch ein paar Werte für, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das kriegt ihr dann später nach und nach selber raus, aber ne, der ist schon ein bisschen beschädigt. Wir können jetzt auch, ne, den haben wir identifiziert, der kommt in ein paar Sekunden in die Reichweite rein. Wir können jetzt aber trotzdem schon mal Jäger hier drauf schicken, weil wir haben hier ein Radarsignal. Wir wissen nur noch nicht, was es ist. Und ihn werden wir jetzt in der Priorität, ach, können wir nicht machen, Tutorial, okay, dann lassen wir es einfach. Und jetzt können wir hier auch unsere Stellung wechseln. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich mal auf Feuer gehen. Ne? Ah, das Verhaltensfenster. Automatischer Angriff. Das heißt, sobald jemand in Reichweite ist, schießen wir. Standardeinstellung würde ich auch fast immer so beibehalten. Hier sind die Jäger, ne? So. Aye, Admiral.
Ja, die Priorität habe ich euch vorhin schon erklärt. Ne, und den nehmen wir hier auf Nummer 2. So, und er schießt ihm jetzt Torpedos. Da warten wir mal ab, ne? Schön in Zeitlupe. Und wir müssen ja ein bisschen abwarten. Die müssen ja auch noch rausfliegen. Ist alles in Zeitlupe. Kann ich gerade nicht beschleunigen, Mädels. Wir können hier auch noch Blitzschläge machen, ne? Das Ding brennt, kriegt Moralschaden und Rumpfschaden. Torpedos sind voll reingekracht. Wie gesagt, Schild ignorieren Torpedos. Torpedos ignorieren das Schild, sagen wir es mal so. Das Ding dürfte jetzt gleich gegessen sein. Ein Lebenspunkt. Ne, jetzt muss ich echt noch den Schild runterballern. Mann, Mann, Mann. Machen wir noch ein... Ah, lohnt sich nicht. Machen wir hier Blitzschläge drauf. Ne, 1, 2. Zack, zack. Sind jetzt diese Kampfsymbole. Das heißt, die Truppenstärke wird gleich reduziert. Das machen wir hier auch. Na, sind schon aus dem Winkel raus. Machen wir den Blitzschlag noch hier hinten rein. Dann kriegt der wenigstens ordentlich Truppenschaden. Ja, dass ich jetzt hier nicht... Gut. Ja, okay, was machen wir jetzt? Wir machen das, was hier steht. Wir sollen die, sorry, das habe ich jetzt ein bisschen übersehen. wir sollen bei diesem Schiff die Bewaffnung uns vorknöpfen. Das heißt, hier können wir auch irgendwas machen. Jetzt haben wir auch wieder normale Geschwindigkeit. Und das kann man für jedes Schiff gezielt oder separat einnehmen. 3 Triebwerke ist halt gut, dann können die nicht mehr fliehen oder manövrieren. Generatoren sind für Sonderfertigkeiten und Nachbrenner etc. zuständig. Das Deck ist für unsere Stellungen sinnvoll, beziehungsweise wenn das Deck zerstört ist, können wir keine Stellungen mehr wechseln. Und Waffen ist, glaube ich, selbsterklärend. Ne, mit Orange und Rot, mit dem kritischen Schaden hatte ich euch vorhin auch schon erzählt. So, und fallen die Rumpfpunkte eines Schiffes auf 30%, werden die mit dem Rumpf verbundenen Fertigkeiten deaktiviert. Ne, und auch hier das Wrack, das hat tatsächlich jetzt auch eine physische Komponente. Das heißt, wir rammen das Ding jetzt gleich. Ne, dann schießen wir das so durch die Gegend. Ist halt einfach ziemlich geil. So, wir schicken jetzt nochmal Geschwader drauf. So, und jetzt zeige ich euch noch etwas. Hier könnt ihr Angriffswinkel stellen, Bug oder die Seiten. Das heißt, wenn ihr jetzt euer Schiff anklickt und dann auf Rechtsklick macht, dann findet ihr eine Linie. Wenn er jetzt Angriffswinkel Seiten einstellt, versucht er immer wie so ein T mit der Seite ihm eine Breitseite zu verpassen. Wenn ihr allerdings auf Bug einstellt, richtet ihr euch immer mit der Spitze zum Schiff aus. Das ist ganz wichtig, um auch eure Bewaffnung hier im Auge zu behalten. Das heißt, diese beiden Schiffe haben 270 Grad Winkel und Jäger. Das heißt, hier könnt ihr tatsächlich auf Bugwinkel stellen, dann stellt ihr euch lang hin, das heißt, ihr habt nicht so eine große Breitseite, um getroffen zu werden. Gerade wenn Schiffe Breitseiten haben, haben die so eine gewisse Streuung. Und wenn das Schiff fliegt, behaltet ihr es und ihr fliegt automatisch hinterher. Ist nicht immer die beste Variante, aber es macht einiges später einfacher. Wohingegen das Schiff, was halt hier auch Breitseiten hat, würde ich dann eher auf die Breitseite stellen, aber ich würde tatsächlich meistens selbst navigieren. In großen Schlachten, wenn ihr hinterher 8, 9 Schiffe habt, würde ich tatsächlich mit diesem automatischen Modus kämpfen.
Aber bei den beiden machen wir jetzt den automatischen Modus. Hier navigieren wir selber und dann gucken wir mal, ne? Die Schiffe richten sich aus und solange sie in Reichweite sind, zünden sie auch nicht ihren Antrieb. So. Und wir haben ja gesehen, ne? Das ist jetzt, bleiben wir so. Wir gucken jetzt, unsere Waffe hat Reichweite immer, Trefferchance immer bei 100%. Das heißt, unsere Reichweite hier ist quasi egal. Bei unserem Schiff hat unsere Kanone hier nicht eine Reichweite, die immer bei 100% ist. Das heißt, die hat zum Beispiel eine kurze Reichweite von 4500, hat dort 80% Trefferchance. Das heißt, hier würde es tatsächlich sogar Sinn machen, eine Angriffsdistanz einzustellen. Das heißt, dann bleibe ich, wenn ich diesen automatischen Angriffbereich mache, versuche das Schiff immer in der jeweiligen Distanz zu bleiben. Und da guckt man natürlich, dass man da das Beste für sich rausholt, ne? Ich kann quasi schon ab 9000 Einheiten auf das Schiff schießen. Bei 4500 treffe ich aber viel, viel besser. Der Gegner wahrscheinlich auch, ne? Da muss man halt immer gucken, was man wie macht und ob man dann guckt, dass man hinter dem Gegner bleibt, dass er nicht auf mich schießen kann, ich aber auf ihn. Und ich denke mal, ihr wisst, wo das Ganze hinausläuft. So. Und verzeiht, wenn ich mich manchmal so ein bisschen verspreche, das ist einfach viel, viel Stuff, dieses Lied. Und ich muss manchmal echt mal meine Gedanken ein bisschen sortieren. Ich hoffe, das ist nicht zu tragisch und ihr habt trotzdem eine Menge Spaß oder lernt auch eine Menge hier in dem kleinen Tutorial Step by Step. So, jetzt haben wir eine Meuterei, weil unsere Moral niedrig gegangen ist. Jetzt können wir aber Leute exekutieren, um Moral wiederherzustellen. Also quasi, wir richten die Verräter hin, wie auch immer. Das heißt, wir werden ein Drittel unserer maximalen Truppenanzahl opfern wir. Das heißt, das machen wir jetzt hier. Das heißt, von unseren 27 Leuten werden jetzt 9 geopfert. Das ist relativ viel, aber unser Schiff ist jetzt wieder unter unserer Kontrolle. So, und jetzt richten wir uns hier wieder, ne, schön frontal aus. Und hier schicken wir wieder unsere Jäger hin. Meuterei können wir wegmachen, Exekution auch. Ne, hier gehen wir mal wieder auf Schießen, wann du willst, weil den steuere ich halt hier manuell. Die Schiffe, mit denen gehen wir schon mal hier drauf. Ihn nehmen wir auf die 1. Ihn nehmen wir auf die 2. Und das Schiff hier hinten auf die 3. Na komm, ich bewege mich jetzt mit euch mal ein bisschen. Geh mal in den Tarnmodus. Dann kriegen die nicht ganz so viel Schaden. Und er haut mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ne? Hier enttarne ich mich gleich wieder kurz, um zu schießen. Und danach tarne ich mich wieder, dann können die Schilde ein bisschen regenerieren. So, Nachbrenner raus. Ne? Ihr seht, das ist, streut sich so ein bisschen. Mit den Schiffen, die haben eh 270 Grad. Das heißt, ich kann hier auch schon mal hier rüber fliegen, dass ich da in guter Reichweite bin. Machen wir nochmal die Nachbrenner. Können wir dem gleich eine schöne Breitseite noch mit reindrücken, dann ist das Ding platt. Ja. Und unsere Jäger nochmal. Solange wir unsere Jäger nicht zerstört werden, kommen die übrigens zurück und sind wieder einsatzbereit.
dadurch, dass die Jungs hier keine Verteidigungstürme haben, können wir das jetzt quasi beliebig oft wiederholen. Aber die Jäger werden doch relativ schnell dezimiert, wenn man die auf große Verbände schickt. Deswegen lohnen sich Jäger am besten auf Einzelschiffe, die weiter entfernt sind, zu schicken. Weil wenn man die auf Verbände schickt, hat man nicht nur 9 Geschütztürme gegen sich, sondern womöglich 27. Und dann sind die Jäger ganz schnell hinüber. So, wir können ja unsere Schiffe hier programmieren, ne? Man kann das auch so setzen, wenn man Rechtsklick macht für die Navigation. Wenn man Rechtsklick hält, kann man auch sich quasi ausrichten, ne, wohin die Schiffe liegen sollen. Dass die sich quasi so aufstellen. Und man kann aber auch so, und dann wenn man Shift drückt, das alles miteinander kombinieren. Ne? So. Machen wir so, dann soll das eine Schiff hier ein bisschen nach vorne fliegen, ne? Dann seht ihr das, dann kreuzen die nicht, jetzt fliegen sie weiter. Also da kann man schon eine Menge mitmachen, muss man ein bisschen mit üben, ne? Weiter geht's. Ship ready. Coordinates acknowledged. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Schiff, hier gehen wir nach vorne. Blitzschlag geht erst, wenn das Schild kaputt ist. Das heißt, wir versuchen jetzt hier gleich aber einen Torpedoangriff zu machen. Nochmal zusätzlich. So, Torpedos los. Und dann versuchen wir noch einen Enterangriff zu machen. So, und jetzt verpissen wir uns auf gut Deutsch, denn ich muss hier ja nur durchhalten. Und das gehen wir auch hier in den Tarnmodus. Während wir die Nachbrenner aktiv sind, sind wir nicht im Tarnmodus, aber wir kommen wenigstens schnell weg. Oh, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung geflohen. So, jetzt haben wir keine Nachbrenner mehr, aber wir sind außerhalb der Hauptsensoren. Das heißt, wir sind jetzt getarnt und kassieren keinen Schaden mehr. Außerdem regeneriert jetzt hier halt unser Schild. Ja, jetzt sind sie nah dran. Okay, jetzt schicken wir mal unsere Abwehrjäger hier hin. Ja, komm, noch mal so ein Enter-Ding. Macht gerade eh nicht den Braten fest gegen die Schiffe, weil bei so vielen Abwehrtürmen werden die eh gefressen. Nochmal Nachbrenner starten. Ja, haben wir es geschafft. Lange noch durchgehalten. So, jetzt haben wir unser dickstes Schiff. Das fliegen wir sonst, glaube ich, nie wieder. Ich glaube, einmal. So. Müssen wir auch aufpassen, dass wir uns selber nicht rammen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Aufladezeit. Ja. So, wo haben wir unsere 4? Hier. Dann fliegen wir mal hier rüber, ne? Ne, das Ding ist auch hier, müssen wir mal zerstören. Zerstören Sie die schwarze Festung. Gut. Foes to be crushed beneath the Phalanx's good right arm, Commodore.
So, Brandtorpedos. Jetzt machen wir hier nochmal ein Enter-Manöver. Wir gucken mal, das machen wir hier. Das bringt gerade nichts. Wir machen jetzt mal höheres Feuer, damit wir ein bisschen austeilen können. Nee, die Jungs, ja gut. Ich muss jetzt auf Festhalten gehen, auf RAM. Machen wir bei denen hier wenigstens. Das Ding zerstört hier eh die ganzen Kleinen. Das kriegen wir so hin. Gehen wir mal auf... Und auf Nachbrenner. Nachbrenner geht gerade nicht, okay. Schade, meine normalen Taktikmanöver gehen einfach nicht so. So, guck mal, jetzt schicken wir hier einmal die Jungs rein und dann schicken wir gleich nochmal ein Enter-Kommando rein, sobald der hier in Reichweite ist. Rahmen volle Fahrt voraus, genau, wenn man volle Fahrt voraus macht, zusammen mit dem Festhalten Stellung, also mit der defensiven Stellung und dann halt Gegner rammt, kann man gut Schaden zufügen, insbesondere wenn man eine sehr, sehr hohe Bugpanzerung hat. So, meine vier hier, auch hier machen wir das. Zerstören wir die Meuterei, ne? Die kleinen Schiffe macht jetzt übrigens keinen Sinn, die hier im Tutorial zu zerstören. Die werden immer wieder neu gespawnt. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich gleich versuchen, unsere komplette Flotten hierhin zu schicken, um dann einfach maximalen Schaden auszufügen. Meine kleinen Schiffe sollen einfach ein bisschen Schaden abfangen. Hier schießen wir nochmal Torpedos, gucken wir, ob wir die rauskriegen. Brandtorpedos sind brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes, aber ihr seht schon, die werden hier auseinandergenommen. Zu viele Verteidigungstürme. Machen wir nochmal einen Angriffsschlag. Hier nochmal einen Blitzschlag. Ja, auch hier 99 Verteidigungstürme hat ein Jäger wenig Sinn. Aber hier auch so einen einzelnen, da können wir die Jäger drauf schicken. Machen wir hier hinten den. Ne, Enter-Manöver. So. Ja, im Endeffekt können wir hier ein bisschen ruhig, ein bisschen weiter nach vorne schicken. So, Hauptwaffenreichweite. Gut, dann setzen wir das Schiff hier auf die 1. Ne, unsere Schiffe halten relativ viel aus. Wir nehmen jetzt nochmal Jäger. Schicken die hier drauf. Die haben auch bald Abklingzeit. Dann schicken wir hier nochmal Leute drauf. Die schießen hier ein bisschen. Versuchen noch ein bisschen Schaden auf sich zu ziehen. Wir gehen jetzt hier hin und... Genau, hier ist das Ding jetzt down. Ne? Und wir können hier auch überall hinschießen, außer nach hinten. Dementsprechend einfach hier Ziel Nummer 1 auswählen. Nicht vergessen, bevor ihr sonst hier auf alles andere schießt. Das ist jetzt auch zerstört. Das fliegt hier auch einfach auch noch mit bei. Und ich stelle die Geschwindigkeit mal hoch, weil das jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist. Ne?
So, haben wir's. Und unsere Mega-Zitadelle, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, macht einfach alles platt. Sieg! Wieder schöne Videosequenzen, die überspringe ich hier. Die könnt ihr euch dann ja beim selber Spielen anschauen. Admiral, this is madness. Entering real space. This is madness. You'll doom us all. A good officer commands without doubt and obeys without question. Ah, hier kann ich nicht überspringen. Entering real space in 3, 2, 1. Blessed Emperor, we're in the heart of the fight. Ah komm, das ist eine Videosequenz, die lassen wir laufen. Die ist ganz cool. Ich kann eh nicht abbrechen. Incoming enemy squadrons. Race for impact. We've lost the purity blade. Silver Dawn to Cadian High Command. Where do you need us? This battle is lost. We must disengage. Coward. Commissar. Do your duty. As the Emperor wills. Incoming transmission. Direkt mal für Ordnung gesorgt. Situation critical. Chaos forces have launched a full-scale planet strike. They aim to destroy the pylons of the Elysian fields. They must not succeed. Reinforce the position. The phalanx will cover your back. Remain vigilant. We have reports that the despoiler leads the assault. The Emperor protects. The Emperor protects. Silver Dawn, this is the Admiral. All ahead full. Postex readings indicate unusual energy signatures at the Elysium fields. Explain. I need more. By the Emperor. Omnisire's Grace. This is beyond my experience. Analyzing. Hurry. What are we looking at? Analyzing complete. The pylons. The energy beam is repelling the Eye of Terror. How is that possible? No matter. Our duty remains. Prepare for planet strike. Incoming transmission. It's the Phalanx. The Despoiler has retreated to the Vengeful Spirit to lick his wounds. We cannot let this opportunity slip away. All vessels, engage the Vengeful Spirit. For the salvation of mankind and vengeance long due, we will destroy this abomination once and for all. This is Admiral Catalia to Battlegroup Silver Dawn. We have our orders, and we're closer than anyone else. Today, the arch-traitor dies at our hands. Divert all power to weapons. Load torpedoes. We are the Emperor's fury. We shall not fail. Fire! All weapons! The Vengeful Spirit is firing, sustaining hull damage, structural breaches on all decks. No! No! Weapon system, critical. Reactor, critical. Fires reported on all decks. We are heavily damaged. Estimated crew loss, 65,000. The Vengeful Spirit intercepted our torpedoes. No significant damage. What? What have I done? My pride. My arrogance. Additional Chaos vessels inbound. Very well. If that is how this ends, if we are to die, let it be with the Emperor's light in our eyes and his fury in our voice. We fight on. All hands. One last effort before they overwhelm us. Make this count. Admiral, the enemy are peeling away. No. You must be mistaken. Confirmed. They are moving towards the wreckage of the Blackstone Fortress. What? What are they doing? Vox
transmit a wideband message to all forces on Cadia. Tell them to evacuate the planet. Now! Na, ist das Spiel nicht cool? So, machen wir mal weiter. Tutorial ist durch. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Kampagne selber ist natürlich auch noch ein Teil Tutorial. Das heißt, einige Sachen werden jetzt auch noch in der Kampagne euch beigebracht. Gerade was so das Raumschiff beziehungsweise das Raumschiff-Bauwesen angeht. Missionsmanagement und Stationsmanagement, das kommt jetzt alles erst in der Kampagne, auch noch in einem Tutorial. Da werde ich euch auch noch ein paar Sachen zu sagen, aber alles so ein bisschen lockerer, Step by Step, denn ich werde dann tatsächlich auch hier zocken. Deswegen, ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen. Wenn mögt, lasst mir gerne ein Abo da, einen Like, gerne auch die Klingel und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst häufiger sehen und hören und wünsche euch bis dahin viel Spaß mit dem Game und ja, schaut mal wieder rein. Bis dahin, euer Balfamor.